Hallo lieber Steinbock und herzlich willkommen zu deiner Kartenlegung für den April 2024. Schön, dass du hier bist. Ich bin Denise, leg dir die Karten und dann gucken wir mal, was sie dir sagen möchten für den neuen Monat. Ist natürlich eine allgemeine Kartenlegung. Nehme sie an, wie sie mit dir in Resonanz geht und was nicht passt, versuch gar nicht erst passend zu machen. Vielleicht muss die Botschaft jemand anderes hören. Wenn es dich gar nicht abholt, schau gerne ins Video von deinem Aszendent oder Mondzeichen rein. Vielleicht ist es da stimmiger. So, und der Steinbock darf in diesem Monat mal so ein bisschen die Sau rauslassen und einfach sich dem Spaß, der Freude, des Genusses hingeben, eine gute Zeit haben, die Dinge nicht so ernst se sehen oder nehmen, sondern wirklich mal fünfe gerade sein lassen und mal schauen, weiß ich nicht, arbeite ich vielleicht diesen Monat ein bisschen verkürzt oder nutze die Feiertage auch nochmal oder gehe auch in die Planung, wie ich vielleicht auch die langen Wochenenden, die ja jetzt dann so nach und nach auf uns kommen, dann jetzt auch gerade dann im Mai, ne, mit Christi Himmelfahrt-Wochenende und Pfingstwochenende ist, glaube ich, auch. Also da steht jetzt einiges an, 1. Mai-Wochenende. Also vielleicht gehst du jetzt schon im April in die Planung, um dir diese langen Wochenenden besonders freudvoll, genüsslich zu planen. Und zwar mit deiner Familie, ob das jetzt deine Blutsfamilie ist oder ob das deine Seelenfamilie ist, Menschen in deinem Leben, die dir einfach am Herzen sind. Vielleicht kam die Zeit auch so ein bisschen zu kurz in letzter Zeit, um genüssliche, freudvolle Zeit zu verbringen, war alles so ein bisschen gehetzt, ne? Dass man sagt, okay, jetzt aber. Die Tage werden heller und länger und es findet eh mehr draußen statt, weil es wärmer wird. Lass uns doch mal eine schöne Grillparty planen oder irgendwie sowas. Aber Fakt eben auch, oder verreisen halt auch, ne? Hier mal Jahrmarkt oder weiß ich nicht, irgendwo ans Meer fahren oder wandern fahren oder so. Aber Zeit zusammen verbringen ist hier ein ganz, ganz großes Motto in diesem Monat für dich, lieber Steinbock. So, während ich mal das Tarot mische, kann es aber auch eben natürlich darum gehen, dass du vielleicht auch an bestimmten Dingen in letzter Zeit die Freude verloren hast, dass du sie zwar abarbeitest, aber dass das, was dich mal so richtig glücklich gemacht hat, in bestimmten Situationen, in deinem Beruf, an deinem Hobby oder was auch immer, ja, sich so ein bisschen, ja, jetzt wie eine Last anfühlt, wie einfach eine Routine anfühlt, auf die man nicht mehr so richtig Lust hat. Und da mal schauen, ob du diese Freude, diese Lust nicht wieder reaktivieren kannst. Oder ob es nicht Entscheidungen zu treffen gilt, die der Freude wieder mehr folgen, auch wenn es einer größeren Veränderung bedarf. Ne? Manchmal ist es ja eine Mini-Kurskorrektur, die es braucht, ein Zurückbesinnen auf. Was fand ich denn daran mal so geil und habe ich es vielleicht im Laufe des Alltags vergessen? Oder eben auch eine größere Kurskorrektur vorzunehmen? Weil irgendwie hat sich das alles in so einer Enge, in so einer Schwere eingeruckelt, dass man fast schon so funktionierend im Leben unterwegs ist und irgendwie an seinem Leben vorbeilebt. Und hier hast du offensichtlich so diese Möglichkeit auf einen Neustart, die Möglichkeit auf einen Reset-Knopf zu drücken. Und mit irgendetwas nochmal in einer neuen Leichtigkeit, in einer neuen Neugierde anzufangen. Ob das jetzt darum geht, dass da ein neues Projekt in dein Leben kommt, ob es darum geht, dich nochmal irgendwie beruflich weiterzuentwickeln oder eben eine Abteilung zu wechseln, eine Jobveränderung, vielleicht, ja, wie gesagt, auch neue Projekte zu starten. Ja, der April hat ja eh so eine Transformationsenergie, wo du sagst, darauf hätte ich eigentlich mehr Lust. Und mein Kopf sagt nein, aber mein Herz sagt ja. Und vielleicht folge ich dem jetzt einfach mal, weil, ja, wenn ich so weitermache, habe ich einfach keine Highlights an meinem Tag. Und dann ist das Jahr schneller um, als ich gucken kann. Aber mir bleibt nicht wirklich was Tolles in Erinnerung von diesem Jahr, weil nicht irgendwie besondere Highlights oder so dabei waren. Und hier haben wir nochmal die Neustart-Energie. Neustart, Neuanfang, Neugeburt. Passt natürlich auch zu Ostern. Ja, Jesus Auferstehung sozusagen ist ja hier diese Judgment-Karte, die Gerichtskarte, die eben sagt, aus einem farblosen Leben dem wieder Farbe einzuhauchen. Jetzt guck dir mal hier diese Eulen an, wie farblos und trist die sind. Und wie bunt aber das Land ist. Und hier kommt der Weckruf des Universums, das sagt, tröt, tröt, liebe Eulen, juhu. Oder in dem Fall lieber Steinbock, bitte mal aufwachen, bitte mal wieder Freude und Farbe in dein Leben bringen, Aufregung, Abenteuer, ein bisschen was Verrücktes und andere dürfen es auch verrückt finden.
Aber wo ist denn der Spaß geblieben? Wann ist denn alles so ernst geworden? Wann ist denn alles so anstrengend geworden? Und das war hier praktisch der Hinweis des Universums, das zum Steinbock sagt, so jetzt bitte hier mal aufwachen und mal in eine neue Zeitenwende reingehen. Und hier haben wir noch ein Ass und den Buben der Schwerter. Also auch hier Entscheidungen für dich treffen und dir erlauben, für deine Leidenschaft zu gehen und der zu folgen. Und sicherlich ist es auch verbunden mit vielen Dingen neu dazulernen. Ja, unser Bube der Schwerter ist ja unser Lernbube, der eben sein Gehirn mit neuen Inhalten füttert. Und auch das ist spannend, weil wir das, glaube ich, für jedes Sternzeichen hatten bisher, die ich gedreht habe. Du bist jetzt das sechste, das ich drehe. Und wir hatten diese Botschaft zwar in anderen Karten, für jedes einzelne Sternzeichen bisher gehabt. Also diese Transformationsenergie im April scheint hier wirklich sehr, 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 sehr stark zu sein, im kompletten Kollektiv, was sagt, erlaube dir nochmal neu anzufangen. Und auch wenn du dich dann, na, das ist eben auch der Bube, unsicher fühlst, wie so ein Azubi, der sagt, okay, aber das, was ich bisher gemacht habe, das kann ich, da bin ich Experte, da macht mir keiner so schnell ein X für ein U, für ein U vor. Aber das Neue muss ich ja erst wieder lernen und mich da rein etablieren. Ja, genau. Und trotzdem ist es ein Grundstein für etwas Grandioses Neues. Und zwei Asse in einer Legung, die jetzt nicht so viele Karten beinhaltet, ist schon ziemlich geil, kombiniert mit der Gerichtskarte, die einfach sagt, Juhu, Steinbock, aufwachen, Juhu. Nie war mehr Anfang als jetzt, ist ja irgendwie so ein Spruch, der, ich weiß mal gar nicht, wie ich den her habe, ich lese den so oft. War das nicht mal in irgendeiner Serie? Nie war mehr Anfang als jetzt. Wo du wirklich sagen kannst, ja, also egal, ob es darum geht, du machst nochmal irgendeine Weiterbildung, einfach ein Thema, was dich interessiert, dass neuer Wind in deinen Kopf reinkommt. Oder eben, du wechselst die Abteilung in deiner Firma. Oder du wechselst das Unternehmen, für das du arbeitest. Oder fängst nochmal in einer ganz, ganz anderen Branche an. Ja, hast vielleicht immer Lebensmittel verkauft, jetzt fängst du an, Klamotten zu verkaufen. Oder wirst Ernährungsberater oder sowas. Also nochmal so wirklich komplett in was anderes reingehen. Einfach weil es dich interessiert und weil es Freude macht und auch so ein neues Feuer wieder in dir reaktiviert, was das, was du bisher, was so eingefahren und eingeschliffen ist, nicht mehr da ist. Wie gesagt, da bist du vielleicht total etabliert, weil du einfach so und so viele Jahre Erfahrung hast. Aber das Neue ist das, was ruft. Das ist das, was jetzt ausgelebt und entdeckt werden möchte. Und das ist hier so mega spannend, dass das hier so nachdrücklich liegt. Und diese Nachdrücklichkeit lässt mich natürlich vermuten, dass du dir selber darüber schon mal öfter Gedanken gemacht hast, vielleicht auch, ne, abends oder in ruhigen Momenten, und es immer wieder verworfen hast, weil der Kopf dann eben laut sagt, naja, aber nee, also eigentlich außer dem Gefühl, dass es so ist und dass es mich dahin zieht, spricht eigentlich nichts dafür. Aber, was sage ich auch immer in meinen Workshops, das Herz trifft die Entscheidungen und der Kopf ist dazu da, das umzusetzen, was das Herz uns sagt. Und leider machen wir es oft halt andersrum. Unser Kopf trifft die Entscheidungen und versucht es dann dem Herz hinzuargumentieren. Und das ist nicht der Weg. Das ist der Weg, wo wir hinterher sagen, ach, naja, jetzt ist es mal doch anders gemacht. Oder, ah, habe ich doch irgendwie geahnt. Oh. Und das ist ja halt der große Unterschied. Also, guck mal, dass du dich mal besinnst auf, was wäre die freudvollste Entscheidung, worauf habe ich am allermeisten Lust, und folge diesem Impuls. Auch wenn er vielleicht nicht gleich Sinn macht, auch wenn du dafür vielleicht nicht gleich alles hinschmeißt, aber wie kannst du dich vielleicht dem Ganzen auch in einem Tempo nähern, das dir angenehm ist? Ja, so. Falls du Lust hast, auch eine Ausbildung. Jetzt am 14.04. startet ja meine Ausbildung Systemisches Aufstellen. Wenn das was ist, was dich ruft, wäre das vielleicht auch der Hinweis, dich noch anzumelden. Es gibt ja noch freie Plätze. 14.04. geht es los. Wir haben den Termin nochmal verschoben, wenn du dich wunderst. Eigentlich am 7.4., aber wir haben nochmal eine Woche nach hinten verschoben, den Start, 14.04., dass auch alle können, die angemeldet sind. Und vielleicht ist das der Ruf, aber vielleicht liebäugelst du auch was mit was anderem, dann lass das hier dein Zeichen sein, dass jetzt der Neustart da ist. So, was sollst du noch loslassen? Lass von dem Verlangen los, wie andere sein zu wollen. Dich kann man nicht vergleichen. Du bist ein wertvoller Juwel. Und auch hier, ne, kein Stein gleich dem anderen, keine Schneeflocke gleich der anderen. Also nimm nicht den Maßstab, den andere an den Tag legen für deinen eigenen Maßstab, sondern sag, okay, die leben ihr Leben, ich lebe mein Leben. Und ich treffe meine Entscheidungen so, wie andere ihre Entscheidungen treffen. Und ich kann das komisch finden, aber sollte es auch nicht in Frage stellen, weil jeder handelt ja aufgrund seiner eigenen Erfahrungen und seines eigenen Wirkradiuses.
So, das ist die Botschaft für dich, lieber Steinbock, wer immer sie hören musste. Ich hoffe, es hilft. Und ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag. Alles Liebe, deine Denise.